Habe ich vorhin gesagt, wir haben ein Speicherband gespart? Das habe ich gar nicht. Das war falsch gedacht von mir, okay. So, die Farbbänder packen wir wieder hinein. Wo war's? Da war's, okay. Und ich packe, glaube ich, trotzdem auch mal die Schrotflinte wieder mal ins Inventar. Und wenn wir die Schrotflinte brauchen, dann nehmen wir diese mit. Oder soll ich's? Ich überlege gerade, wenn ich die Schrotflinte jetzt mitnehme, habe ich nur noch einen Inventarplatz frei. Wir nehmen ein Item mit und können dann gleich wieder zurücklaufen. Egal, wir nehmen es mal mit. Wir nehmen das Gewehr mit. So. Und dadurch. So, wir sind fast wieder am Stand. So, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Mit dem Zusatz, dass wir das Rätsel mit dem Windwappen gelöst haben. Jetzt könnten wir da lang gehen oder da lang. Sind wir... Was? Da unten waren wir, glaube ich, ich glaube, wir sind durch beide Türen gegangen, oder? Was ist eigentlich mit dieser Tür? Die Tür ist verschlossen. Auf dem Türschild steht 001. Okay. Das heißt, wir brauchen den Zimmerschlüssel, den Zimmer 1 Schlüssel. So, dann würde ich sagen, wir nehmen die Kiste mal. Verschieben diese. Und so. Genau. Ah, okay. Und wahrscheinlich, genau, kommen wir da jetzt darüber und umgehen so das Loch. Jetzt möchte ich trotzdem mal durch diese Tür gehen. Ich glaube, durch diese Tür sind wir das letzte Mal noch nicht gegangen. Oder? Alter Schwede. Da war eine Riesenspinne. Okay. Ich bleibe bei meinem Plan und gehe durch diese Tür. Wobei, jetzt hätten wir gerade abgespeichert. Wir stellen uns zur Spinne aus. So, für die habe ich eine Überraschung. Alles klar. So, dann komm her. War die eklig. Whist. Sie zielt, aber ich will noch nicht schießen. Nicht, dass ich ins Leere schieße. Da hinten. Da sind mehrere, ne? Tun wir die was? Wir haben gespeichert. Ich teste das mal. Hallo. Okay, die Spinne ist retarded. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Nehme ich mal das Kraut mit. Die können sich auch vergiften. Was machten die da? Ich tu dir nichts, du tust mir nichts. Okay, sie tun mir was. Okay, die sind nach drei Schrotschüssen. Hallo? Ah, nach drei Schrotschüssen hin. Ih, sind die eklig. Gleich mal nachladen. So, mehr Objekte können sie nicht tragen, okay. Ich wollte gerade sagen, da darf ich wahrscheinlich nicht drin stehen bleiben. Aber es sind doch Bewarnungen, okay. Ja, passt schon, wir lassen das mal. So, da hinten haben wir noch eine Spinne. Habe ich schon da oben, genau. So. Ich glaube, ich möchte zuerst die Spinne schießen, bevor wir uns da umsehen. Was haben wir da? Was ist da? Oh, nee, ist keine Batterie, ne? Bandage with Blood. Okay, das ist ein Buch anscheinend. Was haben wir da? Okay, das ist dasselbe. Nee, das ist, glaube ich, ein Erste-Hilfe-Kasten, wo wir wieder einen Spoiler finden. Wo ist das dahin? Gewehrmunition? Nice. Das brauchen wir jetzt unbedingt. Sehr gut. Gut, dann werde ich die zweite Spinne auf jeden Fall auch erschießen. Na, warum sind da überall solche Poster drin?
Und wo ist die Spinne? Die war da außen, okay. Können wir? Sorry. So. Nö. Hä? Wieso trifft sie nicht? Wieso trifft sie nicht? Hä? Kommt ihr drauf? Hey? Wieso kommt die Spinne da nicht rauf? Frage 1 und Frage 2. Wieso trifft die da nicht? Okay, jetzt lade ich nochmal. Da habe ich schon zu viele verschossen. Ja, jetzt geht sie zurück. Ah, jetzt muss ich ihn nachladen. Okay, aber die sind definitiv noch 3 Schüssen hin. Okay. Gut, ich lade nochmal. Das war mir jetzt zu viel Munition. Jetzt werde ich pingelig. Aber das... Zum Glück haben wir noch nicht so viel gemacht. Somit sollten wir da gleich wieder sein. Und genauso sein haben wir noch gar nichts gemacht, außer eine Spinne schossen. An Angst stirbt man nicht, aber... Wenn mich in Real Life eine so große Spinne attackiert, dann... Hui. Da habe ich dann doch etwas mit Angst zu tun. Gut. So. Jetzt sind wir aber vorbereitet. Insofern vorbereitet, als dass wir das Farbband nicht in der Kiste gelassen haben. Aber ich glaube, ich packe es auch die Pistole mal hinein. Weil für diesen Raum benötigen wir nur die Schrot. Definitiv. Das heißt, das kommt da rein. Und die Pistole geben wir mal da rein, wo normalerweise die Schrot liegt. So. Okay, Spinnen. Es ist blöd, dass... und unlogisch, dass Jill nicht trifft, wenn sie eine Stufe über der Spinne steht. Ich meine, die Spinnen sind nicht gerade klein. Hi. Die krackelt da runter. Eins. Zwei. Drei. Eine Munition verschossen, aber das ist mir jetzt egal. Das ist mir jetzt egal. So, das grüne Kraut nehmen wir mit. Okay, da müssen wir jetzt aufpassen. So. War da noch ein Kraut? Ah, da war tatsächlich noch ein Kraut. Okay, das heißt, wir müssen sowieso einmal nochmal zurück. So. Kommt die Spinne hinunter? Wahrscheinlich. Rotes Buch mitnehmen, ja. Erste Hilfekasten mitnehmen, ja. Okay, Spinne lässt mich noch in Ruhe. Gewehrmunition, ja. Ja gut, wenn mich die Spinne in Ruhe lässt, dann tue ich ja auch nichts. Ich glaube, das ist ein Deal, den gehe ich gerne ein. Was ist das für ein Buch? Prüfen. Rotes Buch. Ein Buch mit rotem Einband. Okay. Was ist da? Ein Buch mit rotem Einband. Ein Buch mit rotem Einband. Okay. Ein Buch mit rotem Einband. Die Seiten sind alle leer. Gibt es dafür eine besondere Verwendung? Keine Ahnung, das weiß ich noch nicht. Womöglich finden wir irgendwo mal ein Bücherregal, wo ein rotes Buch mit rotem Einband fehlt. Dann wüssten wir schon mal, wo wir das hingeben. Ich glaube, ich werde das jetzt kombinieren. Dann haben wir jetzt eine ganz gute Kräutermischung. Und dafür können wir diese hier mitnehmen. Jop. Gibt es da noch was? War da oben jetzt eigentlich noch was? Der Raum wäre grün, also gehe ich nicht davon aus, dass es da oben noch etwas gibt. Außer ein Poster, die Spinne und Billardtisch, okay. Und der Gitarre, Joel wird sich freuen. So, okay.
Dann würde ich sagen, gehen wir hinaus, sind wir wieder fertig. Ja, wie gesagt, die Spinne tut mir nichts, also tue ich ihr auch nichts. Alles klar. Dann, da wollte ich nicht durch. Laden wir ab. Boah, waren die eklig. Sind mir Schlangen um einiges lieber. So, vor allem denke ich nicht, dass die Spinnen untot waren, sondern einfach nur manipuliert, gemanipuliert mit dem T-Virus oder so, keine Ahnung. Grünes Kraut. Einmal da. Einmal da. Einmal da. Den Erste-Hilfe-Kasten, den machen wir gleich auf. Könnten wir denn theoretisch... Okay, wollte ich jetzt mal riskieren. So, das heißt, den müssen wir wirklich öffnen. Was ist das? Eine Mischung aus grünem und blauem Kraut. Okay. Cool. Ich wollte gerade fragen, was das für einen Sinn macht, dass man einen Erste-Hilfe-Koffer oder Kasten platziert, wenn das sowieso immer nur ein Erste-Hilfe-Spray drin ist. Aber anscheinend doch nicht immer. Dann packen wir das mal ganz rauf. So. Ich lasse das jetzt aber trotzdem auch da. Das lasse ich sowieso auch da. Wir heilen uns. Wenn wir uns heilen müssen, dann müssen wir zurückgehen. Aber ich will nichts mitnehmen, das nimmt mir zu viel Inventarplatz weg. So, und dafür nehme ich aber wieder die Pistole und die Pistolenmunition mit. Okay, so. Dann geht's weiter. Na. Okay, dann verschieben wir wieder die Kiste. Ganz kurz auf die Karte schauen. Ach, ist das schön. Alles grün zurzeit. So. Kennen wir ja schon. Einmal so. Und so. Dazu machen und hinauf. Und hinauf. Und auf der anderen Seite wieder hinunter. Perfekt. Und wir sind safe. Und dadurch. Okay. Also so können wir diese Ranke umgehen. Gut zu wissen. Ganz kurz einmal, wie schaut es eigentlich in den Akten aus? Akten. So. Da haben wir hoffentlich alles gefunden. Tagebuch, Villa 2 haben wir hoffentlich auch alles gefunden. Das sollte ich vielleicht mal googeln. So, und genau, da haben wir erst das vierte, aber da finden wir das andere sicher auch noch. Okay, so wie wir sind, genau, in einen weiteren Gang, wo wir wohl etwas finden werden. Ist das Fenster offen? Alter, mach das Fenster doch zu. Ich meine, die Untoten kommen auch durch geschlossene Fenster, aber trotzdem fühle ich mich sicher. Oder sicherer. Gut, was haben wir denn da? Zeitungen wegen verstreut. Sie scheinen alle Artikel über Stars zu enthalten. Genau, das haben wir, glaube ich, schon gesehen. Zeitungen wegen verstreut, genau. Ja, schon klar. So. Haben wir da noch etwas? Nichts, okay. Genau, da hinten ist die Karte und da kommen dann die Bienen. Und diese Tür ist verschlossen. Galerie, okay. Wir brauchen eine Galerie-Schlüssel. So. Und da hinten, glaube ich, war die Türe mit Barry. Genau.